So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und ich habe ja schon viel Essen getestet, viele besondere Sachen natürlich. Das war der Adi, der hat die Kamera runtergeschmissen. Adi, geh da weg, pfui! So, willkommen zu Ramses Kitchen und ich habe schon viele Sachen getestet, viele Burger vor allem auch, und heute möchte ich mal eine ganz besondere Folge machen. Die ist eigentlich ganz unspektakulär, trotzdem möchte ich mal ein Video drüber machen, was ist denn mein Lieblingsburger hier aus der Umgebung, was esse ich besonders gerne. Das ist was ganz Einfaches, das ist nichts Besonderes, trotzdem, wer es nicht kennt, dem möchte ich mal den Tipp geben. Wenn ihr in Hildburghausen oder Umgebung wohnt oder mal in der Nähe seid, geht mal zum Kaufland, denn beim Kaufland gibt es den Imbiss Lutz. Lutz Imbiss, der macht da immer Döner, da gibt es auch Schnitzel-Sandwich, das isst der Ismo sehr gerne. Da gibt es Backfisch-Sandwich, ihr könnt da Ribsteak bestellen, das isst meine Mutter sehr gerne. Ihr könnt euch eine Portion Pommes holen, ihr könnt euch da alles Mögliche holen, da gibt es so viel. Da gibt es auch Döner, deutschen Döner, ohne Kraut, ohne alles. Na gut, Weißkraut ist da drin. Aber was ich besonders gut finde beim Dönerlutz sind die Burger. Meine Mutter isst auch sehr gerne die Cheeseburger dort. Denn es ist ein Burger, leicht auf die Hand, schmeckt immer sehr frisch und lecker. Gerade das Fleisch ist immer sehr richtig genial, bekömmlich, wunderbar. Adi, jetzt hör auf damit. Der Burger liegt nämlich noch hier eingepackt in der Alufolie und der Adi will immer zu den Burger schnappen. Und irgendwann haben die eingeführt, dass sie Chili-Burger im Sortiment aufnehmen. Jetzt gab es lange Zeit also Chili-Burger. Ich habe damals mal bei meiner MySpace-Seite gepostet, Chili-Burger und Red Bull-Cola. Das macht den Ramses aus. Red Bull-Cola habe ich jetzt schon lange nicht mehr getrunken. Chili-Burger habe ich trotzdem immer, wenn ich die Gelegenheit habe, mal beim Kaufland bin oder in der Nähe, nehme ich mir immer Chili-Burger mit. Und dann gab es da den Komplott. Es gab Chili-Burger und es gab Chili-Cheese. Cheeseburger. Ich habe immer gesagt, lass den Käse weg, weil wenn da der Käse drauf ist, das nimmt die Schärfe raus von dem Chili-Burger. Jetzt habe ich in letzter Zeit aber, meistens wenn ich einen Chili-Burger bestellt habe, einen Chili-Cheeseburger bekommen und habe gemerkt, auch wenn da Käse drauf ist, ist das immer noch scharf und würzig und schmeckt immer noch frisch und genial. Oh mein Gott, nein, niemand fällt um! Och Adi, das warst du wieder, das machst du doch mit Absicht. Habe ich immer noch gemerkt, das schmeckt richtig gut. Habe ich immer noch gemerkt, das schmeckt richtig gut und genial und habe mir gedacht, gut, dann nimmst du heute mal einen Chili Cheeseburger mit, habe mir noch ein großes Tuborg Weihnachtspilsen da mitgenommen, das habe ich leider schon getrunken. Deswegen habe ich jetzt fürs Video ein 5-0 Dosen. Was ich jetzt gleich mal aufmachen werde, was ich dann zum Essen trinken werde. Und habe mir einfach mal zwei Chili Cheeseburger mitgenommen vom Dönerlotz, vom Kaufland. Richtig genial, sage ich euch. Wenn ihr mal auf der Durchreise seid, geht dahin, checkt das mal aus. Ihr seht das hier vor mir. Da also das Dosenbier und hier zwei Chili Cheeseburger eingepackt. Ihr kriegt da immer schön noch eine Serviette dazu. Habt zwei Burger hier drin. Die sind bestimmt jetzt schon kalt, aber das macht nichts, denn die schmecken trotzdem richtig genial. Die möchte ich jetzt hier auch mal auspacken. Müssen wir mal hier das Papier abmachen. Wir tun das mal an die Seite, denn da sind auch immer Gurken drauf, da sind Tomaten drauf, da sind Zwiebelstückchen drauf. Das ist alles einfach frisch per Hand zubereitet. Das schmeckt richtig gut, richtig genial. Ich weiß nicht, selbst wenn ich hier in Hildburghausen beim McDöner oder beim Abo einen Hamburger bestelle, schmecken die noch lange nicht so gut wie, oh mein Gott, wie die Chili Cheeseburger beim Dönerlutz. Guckt euch das mal an. Das sieht doch schon richtig brutal aus. Oh, Adi, jetzt geh doch mal da weg von der Kamera. Das sieht doch schon richtig brutal aus. Ich weiß immer noch nicht, was sie da drauf haben. Ich dachte immer, das ist so Eiweißpaste. Aber immer wenn ich Eiweiß gekauft habe, das war gar nicht so scharf, so extrem würzig. Das ist bestimmt so Samba Oleg oder irgendwas. Jetzt hör auf hier mit deinem... Geh mal da runter, komm. Genau. Deswegen finde ich das so genial. Die schmecken so herrlich. Ich will euch das jetzt nochmal zeigen. Hier 5-0 Dosenbier und hier habt ihr... zwei Chili
Cheeseburger. Ihr seht, wenn ihr das hochhebt, da habt ihr so viel Zwiebeln und Gurkensalat und Tomaten, alles dabei. Das Fleisch, wunderbar. Hier oben ist der Käse dran gebacken. Ihr habt hier diese Sambal Oleg drauf. Für die Schärfe sieht jetzt ein bisschen matschig aus. Habe ich leider auch schon den ganzen Tag im Rucksack mit rumgetragen. Trotzdem habe ich gedacht, wenn ich das heute Abend esse, ich kann das nicht einfach so essen. Wenn ich das esse, ich muss mindestens ein Video drüber machen und zeigen, wie genial das ist. Vorher nehme ich aber noch mal einen Schluck von der Dose, weil wenn ich jetzt da von dem Burger abbeiß, brennt das so im Rachen auch. Deswegen vorher ein Bierchen trinken, dann ist das nicht ganz so schlimm. So, den Adi, den packen wir jetzt mal weg. Der stört nämlich, der rennt hier immer so auf dem Burger rum. Nehmen uns gleich mal hier den ersten Burger raus. Sieht, wie gesagt, jetzt ein bisschen matschig aus, weil alles rumgeflogen ist. Aber probier den jetzt einfach mal. Und klar, es gibt Burger, da ist einfach mehr drauf. Die kosten mehr, die sehen nach mehr aus. Trotzdem geschmacklich finde ich, das ist einfach mein Lieblingsburger. Für zwischendurch, wenn ihr da einen esst, ihr kennt so riesen Hochhäuser an Burgern, die ihr esst, wo ihr sagt, die sind okay. Danach ist euch rotze schlecht. Aber das ist einer, den esse ich und danach möchte ich gerne noch einen und noch einen und noch einen. Einfach nur so, ich könnte da 10 Stück davon essen, glaube ich. Ich kann das gar nicht beschreiben. Hat einfach so einen tollen Geschmack. Und die kriegen das jedes Mal wieder so hin, dass der genau gleich schmeckt. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr irgendwo essen geht und probiert was, das schmeckt gut. Und beim nächsten Mal kriegt ihr totalen Abfall. Nein, Adi, geh weg. Aber da, egal wann, jedes Mal, es ist gleich gut. Die Qualität bleibt gleich. Es ist so herrlich. Ich habe jetzt 2 Stück, aber ich hätte gerne 10 Stück am liebsten. Weil die so genial sind, deswegen, das ist mein absoluter Lieblingsburger. Beim Kaufland in Hildburghausen, beim Imbisslutz, die Chili Cheeseburger. Wenn ihr das nicht kennt, geht da mal hin, probiert das mal. Das ist so genial. Wer ein bisschen Schärfe auf seinem Burger haben möchte, wer ein bisschen Geschmack haben möchte. Die Hamburger sind schon genial, Cheeseburger sind genial. Aber die Chili Burger und die Chili Cheeseburger, das ist die Creme de la Creme, kann ich nur empfehlen. Wenn ich mir was aussuchen könnte, ich würde immer das nehmen. Auch immer, wenn der Ismo da ist zu Besuch, jedes Mal sagt er, komm, wir gehen zum Dönerlutz beim Kaufland. Da schmeckt es einfach am besten. Sagt er jedes Mal ungelogen. Er möchte dann immer Burger mit Pommes, extra Portion Pommes mit extra Portion Salz. Oder er isst mal auch ein Schnitzel-Sandwich. Und Pommes dazu und sonst was, allem drum und dran. Aber beim Dönerlutz schmeckt das einfach so genial, so herrlich. Ich werde den Rest jetzt noch essen. Wenn ihr das nicht kennt, geht da wirklich mal hin. Mein Dönerlutz beim Kaufland. Checkt das mal aus, gebt euch das bös. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das ist mein absoluter Lieblingsburger. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.